Griechenland, das Volk hat abgestimmt. Wie sollen Städte und Regionen jetzt auf diese Abstimmung reagieren? Wir haben in der EVP-Fraktion hier im Rahmen des Plenums eine sehr intensive Diskussion mit unseren griechischen Kollegen geführt und haben uns informiert, wie die Situation in Griechenland aussieht. Und die Regionen und die Städte, so haben wir erfahren, sind in einer extrem schwierigen Lage. Es ist Aufgabe der Regierung Tsipras, jetzt schnellstmöglich Vorschläge vorzulegen, die von den Partnern in der Europäischen Union akzeptiert werden können, sodass neue Hilfsmittel nach Griechenland fließen können. Wir warten auf diese Brücke, die von Tsipras gebaut wird. Das war einhellige Meinung in unserer Fraktion. Wie wirkt sich das, was jetzt gerade in Griechenland passiert, auch auf die Bevölkerung in ihrer eigenen Region aus? Na, wir müssen natürlich die Situation der griechischen Bevölkerung als erstes sehen. Das griechische Volk ist in einer extrem schwierigen Situation. Politisch sage ich, diese Regierung hat das Volk in diese Situation gebracht. Aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch die Situation der Völker in den anderen EU-Staaten berücksichtigen und auch die Meinungen der Völker in den EU-Staaten. Und deshalb sage ich nochmal, je besser die Vorschläge sind, die Tsipras bringt, je akzeptabler diese Vorschläge sind, desto leichter wird es uns auch werden, unsere Bevölkerungen zu überzeugen.